Willkommen zurück bei Blue Reflection Second Light. Wie ihr seht, wir haben das letzte Mal eine neue Mitstreiterin hier bekommen auf der Insel, und zwar Shiho. Und wir sollen sie ein wenig hier in der Schule herumführen. Und genau, diese eine Nachricht hier habe ich noch nicht beantwortet. Soll ich Materialien für Rena bauen? Und zwar möchte sie, dass wir ihr helfen. So. Wir gucken jetzt aber erstmal auf die School Map. Und zwar in dem Krankenzimmer oder in der Krankenstation. Geht es jetzt weiter? Denn hier ist Shio und wie gesagt, wir sollen sie in der Schule herumführen. Wo oder welchen Ort soll ich ihr nur zuerst zeigen? Das Klassenzimmer wäre vielleicht gut und danach vielleicht unser Werkraum. Danach sollte ich ihr vielleicht die Herzensebene zeigen. Wir müssen einfach nur noch rechts drücken und dann kommen wir schon direkt zum nächsten Ort. Ah, das ist der Klassenraum, in dem wir alle leben. Ah, glaubst du, es ist okay, dass wir ihn für das benutzen? Okay. Ja, es gibt niemanden, der sauer auf uns sein könnte. Schau nur, wie unordentlich hier alles ist. Es würde sich gut anfühlen, das alles aufzuräumen. Ich habe das Gefühl schon eine Weile gehabt, aber bist du ein bisschen ein Ordnungsfanatiker? Ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht wirklich. Genau, und wie ihr seht, Shio hat auch keinerlei Erinnerungen. Genau wie die anderen Mädels. Sie ist ja eigentlich eine Freundin von Kokoro. Ist das die Küche? Wir nennen es den Werkraum. Wir benutzen es, um Essen zu kochen, aber wir stellen hier auch Sachen her, die wir draußen finden. Aus Materialien, die wir draußen finden. Ich verstehe. Ist irgendwas nicht okay? Nein, es ist nichts. Lass uns weitergehen. So, und zum nächsten Ort. Schau nur, die Schienen gehen immer weiter. Und das führt zum Herzensort? Ja. Ich frage mich, warum wir von Wasser umrundet sind. Ich weiß es auch nicht. Aber ich weiß, dass die Antwort irgendwo da draußen liegt. Lass mich nachdenken. Gibt es noch irgendeinen Ort, den ich ihr zeigen sollte?
Oh Mann, ich bin erschöpft. Okay, lass uns ein wenig Spaß haben. Lass uns zum Strandcafé gehen. Du weißt schon, da wo wir dich zuerst getroffen haben. Ich vermute, du kannst es auch das Geheimversteck nennen. Geheimversteck? Leider arbeitet dort niemand. Also alles, was wir machen oder haben wollen, müssen wir leider selbst zubereiten. Das hört sich wundervoll an. Lass es uns tun. Ich war neugierig, zu sehen, wie das so ist. Ich werde dir etwas zubereiten, als Dankeschön dafür, dass du mich hier rumgeführt hast. Oh, ich kann dich das nicht tun lassen. Mach dir keine Sorgen, ich bin diejenige, die es anbietet. Nun, wenn du so möchtest, es hört sich großartig an. Überlass es mir. Okay, dann lassen wir Shio uns hier mal was zubereiten. Hast du jemals an so einem Ort gearbeitet, Shio? Nein, habe ich nie. Woher weiß sie das? Ich dachte, sie hat keine Erinnerung. Du siehst nur so aus, als würdest du dich hinter dem Tresen wohlfühlen und dich auskennen. Du siehst wie ein Professioneller aus. Findest du? Ja, du würdest definitiv Kunden anziehen. Ich wette, alle Jungs würden dich anmachen. Oh, ich nicht wirklich. Hey, du Schöne. Magst du Rosinen? Was hältst du von einem Date? Deine gebratenen Nudeln, sie brennen an. Dein Yakisoba brennt an. Das ist schlecht. Es ist nur, weil du mich geärgert hast. Oder eher aufgezogen hast. Vielen Dank für das Essen. Möchtest du noch etwas Süßes als Nachtisch auf? Etwas Süßes? Nachtisch? Da brauchst du mich gar nicht erst fragen. Welche Sorte möchtest du haben? Ich möchte Erdbeere. Das ist eine gute Wahl. Ich glaube, ich mache mir auch was. Es ist ein bisschen komisch, wie soll man das sagen? Also es färbt die Zunge nicht so stark ein wie die anderen Farben. So? Wirklich? Schau nur. Ja. Nein. Total obvious. Total klar. Ich habe mir nachgedacht. Gibt es einen Berg, der vergleichbar ist mit, wie heißt es hier? Strandcafés? Da.
Ich glaube, eine Ski-Lodge kommt dem nahe. Oder einer dieser Orte, wo du Barbecue-Utensilien ausleihen kannst. Ist das nicht ein wenig was anderes? Wäre ein kleines Café am Fuße des Berges nicht wundervoll? Ich wette, das wäre großartig im Winter. Du solltest eins machen, Shio. Du solltest eins betreiben, Shio. Es hört sich nach keiner schlechten Idee an, dass ich ein Café in den Bergen starte. Ich könnte Tempura von den lokalen Gemüse machen. Udon-Nudeln von dem frischen Wasser der Berge. Das hört sich super lecker an. Aber es hört sich so an, als würde sie ein Gourmet-Restaurant beschreiben und kein Café. Wir haben ein unschuldiges Reaktionsfragment erhalten. Oho. Ein Triforce. Nein. Wow. Etwas ist herausgekommen. Ich frage mich, was das wohl sein kann. Eine Notiz? Eine Nachricht? Resource, hallo, hallo! Sieht so aus, als hättet ihr ein Fragment erhalten. Oh, also das ist Resource, den ihr vorher erwähnt habt. Ja. Ja, wenn es etwas gibt, was du wissen möchtest, frage Resource. Und es wird dir die Antwort geben. Manchmal. Schön, dich kennenzulernen, Shio. Ich bin Resource. Dein super duper ultra help. Ultra. Ach, jetzt haben sie es wieder weggemacht. Naja. Ultra nützlicher, keine Ahnung was, Hilfe. Und Shigo sagt: Schön, dich kennenzulernen. Was werden wir antworten? Ach ja, wann ist Shigo diesem Gruppenchat beigetreten? Oh, wer hat Shigo in die Gruppe hinzugefügt? Hast du sie eingeladen, Resource? Nein. Sieht so aus, als würde jeder, der in diese Welt kommt, automatisch in den Gruppenchat mit eingefügt. Viel wichtiger, das Fragment. Ihr habt etwas wirklich Spezielles da bekommen. Du hast etwas über Fragmente schon zuvor erwähnt. Fragmente? Wie das eine im Herzensort? Großartige Erinnerung, Ao. Fragmente sind kristallisierte Emotionen. Sie sind Gefühle physisch gemacht. Emotionen? Ja, glücklich, traurig. Du weißt schon, alle möglichen Emotionen. Ich verstehe es nicht. Was soll Gefühle physisch gemacht überhaupt bedeuten? Blödsinn. Emotionen können nicht physisch werden. Es muss etwas verstecken. Nimm das Erste. Da das nichts damit zu tun hatte mit dem Leben hier, tut es mir leid, aber ich kann darauf nicht antworten. Alles, was ihr wissen müsst, ist, dass Gefühle und Erinnerungen Formen in dieser Welt annehmen. Und diese Gefühle
powern euch ab. Du meinst, wenn wir ein Fragment haben, macht es uns stärker? Genau. Probiert es ruhig aus, berührt es. Okay, jetzt erklären sie uns, was wir mit den Fragmenten machen können und wo wir sie ausrichten können. Durch die Demo hatten wir ja schon, glaube ich, von Anfang an ein Fragment. Wir sollen Ao damit ausrüsten. Und jeder hat unterschiedliche Slots, sage ich mal, also unterschiedliche Fächer, in Anführungszeichen. Ao hat vielleicht drei. Und die kann man halt erweitern in Talenten. Wir haben zwei Fragmente, die haben wir jetzt ausgerüstet. Also, das war's. Wie findest du es? Vielen Dank, Hoshizaki-san. Wie gesagt, ich sage das immer, dass sie das mit dem Nachnamen nennt im Japanischen und nicht mit dem Vornamen. Das fand ich einfach höflicher und förmlicher. Nun, wenn es irgendwas gibt, bei dem ich mich unsicher fühle, glaubst du, ich könnte dich dann fragen? Oder ich könnte dich darüber fragen? Ich habe immer noch überhaupt keine Erinnerung. Natürlich, ich tue, was immer ich kann, um dir zu helfen. Da ist nur eine Sache. Es wäre nett, wenn du Kokoro fragen könntest, dir zu helfen. Utsubo-san? Utsubo-san? Von uns allen kennt sie dich am besten, also glaube ich, sie wäre eine große Hilfe. Ich verstehe. Es fühlt sich so an, als gäbe es etwas, das ich tun müsste. Aber ich habe keine Ahnung, was es sein könnte. Ich bin hier in dieser Welt, ohne Erinnerung. Wie kann ich nur wissen, was ich tun soll? Es ist so schwer, es ist, als hätte ich vergessen, wie es ist zu leben. Ich war genauso, als ich als erstes hierher gekommen bin. Ich hatte meine Erinnerungen, aber trotzdem fühlte ich mich wirklich verloren und ich hatte Angst. Hat sich etwas verändert? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich habe immer noch Angst, aber... あの3人となら、やっていけると思ったんだ。
mit diesen dreien zusammen zu sein, gibt mir das Gefühl, ich kann es tun und überwinden. Also lass uns diese Sache, die du tun musst, zusammenfinden. Ich bin vielleicht nicht so hilfreich wie die anderen, aber ich werde alles tun, was ich kann. Das ist nicht wahr. Du hast mir so geholfen zu realisieren, dass ich nicht allein bin. Oh, wirklich? Das freut mich. Also, lass uns etwas finden, was du tun kannst. Genau jetzt. Du hast gerade einiges von den Sachen hier gesehen, was wir hier haben. Hast du irgendeine Idee? Nun ja, Kochen. Ich habe die Küche gesehen und ich habe mir gedacht, vielleicht könnte ich aushelfen als Köchin. Oh, das ist wahrscheinlich super hilfreich. Wirklich? Yuki geht nicht mit uns auf Erkundschaftungen, also hat sie die meiste Zeit gekocht. Wir haben ihr ab und zu geholfen, aber wir würden es lieben, deine Hilfe zu haben. Dann werde ich mein Bestes tun. Ah, richtig. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Klar. Was ist denn? Ich möchte etwas für Utsubo kochen. Wäre es okay, wenn ich Vorräte dafür benutze? Ah, verstehe. Ja klar, das ist kein Problem. Ich bin mir aber nicht sicher, was ich machen soll. Welches Essen mag Utsubo-san wohl? Kokoro ist der Typ, die einfach alles isst und mag. Ich bin mir sicher, sie ist glücklich mit egal, was du zubereitest. Hauptsache, es kommt von dir. Etwas, das ich für sie zubereiten möchte. Ich werde dir helfen. Wir können uns zusammen etwas überlegen. Ja, das wäre großartig. Also, wir sollen neue Spots bauen und wir können jetzt mit den Charakteren auf Dates gehen. Check natürlich erstmal hier unsere Nachrichten. Shio möchte was von uns.
Ich will natürlich, dass ich was herstelle. Dann gehen wir direkt zum Ort, wo wir hin sollen. Und gucken, was sie möchte. Wow, hier sind so viele verschiedene Werkzeuge drin. Oh, das sieht praktisch aus. Ich werde es das nächste Mal benutzen. Du siehst aus, als hättest du Spaß. wirklich? Ja, ich kann auch sehen, wie aufgeregt du bist. Ich mag es, mit solchen Sachen herumzuspielen. Ich möchte sie immer ausprobieren. Ich bin immer mit... Oh! Es kann dies und das tun? Wow! Oh, ein Lötkolben. Ich wollte schon immer mal einen ausprobieren. Es ist das erste Mal, dass ich Rena so enthusiastisch über etwas sehe. Also, gibt es hier irgendetwas, was du probieren möchtest, Hoshizaki? Farbe. Ich habe etwas Farbe gesehen. Das sah perfekt aus. Für was? Für das Modellkit. Weißt du, diese Plastikfiguren, die man selbst zusammenbaut. Ich habe eins gefunden, als wir das Lager aufgeräumt haben. Ich habe damit noch nicht angefangen, weil ich Angst hatte, es zu versauen. Aber vielleicht nehme ich diese Gelegenheit und male es an. Stell dir sicher, dass du diese Ecken sorgfältig ausfüllst. Hä? Nichts. Gibt es etwas, was du machen möchtest, Rena? Es gibt eine Sache, die ich immer ausprobieren und machen wollte. Was ist es? Ein Roboter. Oh, was für ein Roboter? Ich weiß noch nicht. Ich wollte einfach schon immer einen Roboter machen. Was für eine Art von Roboter würdest du wollen, Hoshizaki? Ein Roboter-Boyfriend? Nee. Einen hilfreichen Roboter. Einen aushelfenden Roboter vielleicht. Ich wusste, du würdest das sagen. Wäre das nicht großartig? Man müsste nie mehr aufräumen. Als ob du aufräumen würdest. Wir haben das Herz für Science-Fragment erhalten. Also anscheinend kriegen wir dadurch Fragmente. Das ist ja super. Gucken wir doch mal, wer hat uns denn noch geschrieben? Yuki? Ja, wir können sie eher gesagt einladen. Officer Yuki! Was ist es, Officer Ao? Würdest du gerne mit mir abhängen? Es wäre mir ein Vergnügen. So, dann hängen die beiden jetzt mal ein bisschen ab. Let's go, Super Mario! Erinnert mich das daran. Das Gymnasium ist unser Ziel. Also die Sporthalle, Gym. Boah, dieser Ort ist riesig. Was möchtest du tun? Da
ist aber jemand aufgeregt. Ich glaube, es gibt nur ein paar wenige Dinge, die wir nur mit uns zusammen tun können. Oder die wir nur tun können zu zweit. Fangen, spielen, Ping-Pong. Wie wäre es mit Ping-Pong? Eine großartige Idee. Ich frage mich, ob sie hier alles haben, was wir brauchen. Also haben sie einen Ping-Pong-Tisch, aber keine Schläger oder Bälle. Warum benutzen wir nicht einfach unsere Schuhe als Schläger? Also sag ich mal, Ping-Pong ist ja Tischtennis, ne? Nur zum Verständnis. Und was ist mit dem Ball? Ein Ball, hm? Alles, was ich finden kann, ist ein Basketball. Ein neuartiges Ping-Pong. Unsere Hausschuhe zu benutzen und einen Basketball hört sich nach Spaß an. Ich glaube, das wird den Tisch zerbrechen. Dann lass uns doch einfach Basketball spielen. Sollen wir? Time out. Ich muss einmal durchatmen. Bist du in Ordnung? Yuki? Bist du in Ordnung, Yuki? Lass uns eine Pause machen. Ja, tut mir leid. Kein Problem. Möchtest du deinen Kopf auf meinem Schoß ausruhen? Dankeschön, aber ich bin total verschwitzt. Ich sollte nicht. Okay. Ich bin total fertig. Ich glaube nicht, dass ich aufstehen kann. Oh Mann, du kannst dich wirklich nicht zurückhalten, kannst du? Aber ich hatte so viel Spaß. Ich hatte auch viel Spaß. Ich auch. Du siehst immer so aus, als hättest du super viel Spaß. Es hat mich einfach total mitgerissen. Kein Grund, etwas zu tun, wenn du damit keinen Spaß haben kannst. Thank you. Aber ohne dich wäre es nur halb so viel Spaß gewesen. Danke, dass du mit mir gespielt hast. Kein Problem. Okay, lass uns eine schnelle Pause machen und dann zurückkehren zum Spiel. So, ein neues Fragment für uns, aber in der Halle selber ist jetzt nichts zum Einsammeln. Es wäre mir ein Vergnügen. Nochmal mit Yuki abhängen. Officer Yuki! Was ist Officer Ao? Du mit mir abhängen? Es wäre mir ein Vergnügen. Schon wieder. Zwei haben den gleichen Kontext hier immer. Einen Strandkorb oder Stuhl. Dann gehen wir da doch mal direkt hin. Hihihi.
Du solltest dein Gesicht mal sehen. Sich angewidert verhalten oder sich anpassen, wäre... Das hat sich gut angefühlt. Mach es nochmal. Was? Warum bist du so merkwürdig? Hab dich erwischt. Ich wollte nur probieren, wie du reagierst, wenn ich mich so verhalte, als fände ich es total toll. Ich habe so reagiert, because it was. Ich habe so reagiert, weil es total merkwürdig war. Weißt du, dieser Ort fühlt sich so an, als wären wir auf einem Ausflug. Aber irgendetwas fühlt sich nicht richtig an. So? Findest du? Wir haben Strandstühle, Schirme, Getränke. Aber irgendetwas fühlt sich so an, als würde es fehlen. Vielleicht, weil wir nicht die Wellen hören können? Wenn wir einfach nur ein paar Typen hätten, die uns mit Blättern zufächern. Vielleicht, weil wir die Wellen nicht hören können? Ja, dies ist schließlich kein richtiger Strand. Warum machen wir nicht, dass wir einfach Bohnen in eine Box stecken und sie schütteln? Das hört sich an wie Wellen. Nichts hört sich so an wie ein Ausflug, wenn man eine volle Box mit Bohnen schüttelt. Du hast recht. Vielleicht, wenn wir uns im Kreis drehen, während wir es schütteln... Oder uns bewegen, während wir ihn schütteln? Ach, vergiss es einfach. Es macht mich traurig, nur daran zu denken. Das ist vielleicht das Beste. Ich hole uns einen weiteren Drink. Ich hole dir auch einen. Oh, wie rücksichtsvoll von dir. Nicht wahr? Ich bin gleich zurück. Rate wer? Wer ist da? Erzähl mir deinen Namen, Feind. Yuki, die super Süße. Weiß ich nicht. Es ist immer so auf Flirten ausgelegt oder ja, auf Spaß. Ich meine, sie. Yuki ist doch eher immer auf Spaß aus. Was würde eine tote Person mit meinem Namen anfangen? Denn das ist das, was aus dir werden wird. Getränk! Versuchst du mich zu vergiften, du? Oh, lecker! Ich hab dir noch einen geholt. Vielen Dank, Yuki. Noch ein Fragment für uns. Jetzt haben wir nur noch Shio, die etwas von uns möchte. Hast du einen Moment Zeit? Was ist los, Shio?
Ich habe darüber nachgedacht, was ich fürs Abendessen machen soll. Ich habe darüber nachgedacht, dieses eine Gericht zu machen, was ich nicht sehr oft mache. Aber ich scheine die Zutaten dafür vergessen zu haben. Auch mit meinen Erinnerungen, die ich zurückbekommen habe, kann ich mich einfach nicht daran erinnern. Wenn ich doch nur das Rezept vor mir hätte. Ich weiß einen Ort, wo du es vielleicht finden könntest. Wirklich? Dann führ mich dorthin. Sag ich immer. Beileid, sag ich das doch. Ich dachte, das wäre das Gleiche wieder. In der Bücherei. Da sind eine Menge Kochbücher. In der Bücherei? Natürlich. Danke. Okay, sie hat uns den Hinweis gegeben, dass wir in der Bücherei das Rezept finden können. Ich finde mich hier einfach nicht zurecht. Wo ist die Bücherei? Klasse im Library, also die ist am zweiten Stock. Da kann ich da nicht einfach hingehen. Ich würde sagen, wir müssen doch hier nicht laufen, wir können es doch überall hinbeamen sozusagen. Oh, da in der Ecke ist doch was. Es muss hier irgendwo sein. Ja? Vielen Dank, ich werde mich umsehen. Ich hatte einmal das gleiche Rezeptbuch. Das Rezept, was ich haben möchte, sollte da drinnen sein. Ich bin froh, dass du es gefunden hast. Was wolltest du überhaupt zubereiten? Hühnchenballotin. Du kannst das machen, indem du dir einfach ein Rezept anschaust. Haben wir jetzt abgeschlossen. Anscheinend scheint Shio eine gute Köchin zu sein. Jetzt haben wir was zum Herstellen gefunden, einen Schirm. Also einen normalen Schirm, das andere ist ja ein Sonnenschirm. Keine Nachrichten mehr von den Mädels, aber wir können neue Talente lernen. Was haben wir denn hier? Fünf HP, höhere Defensive. So, höhere Defensive machen wir mal. Und Yuki kann die Attacke hoch für Kokoro oder Rene. Oder das Ether Speed hoch. Machen wir Kokoro mal stärker. Ah, okay. Durch das Fragment haben wir was Neues hier freigeschaltet. Und wir können natürlich noch den anderen Mädels hier Fragmente ausrüsten. Dann blutet man anscheinend nicht. Okay. Kriegt sie noch ein bisschen mehr HP regeneriert. Und das beschleunigt die Ether. Regenerierungsschnelligkeit. So, und wie man sieht, die nächste Aufgabe ist, ein Geschenk für Kokoro zu bereiten. Das machen wir dann beim nächsten Mal, ihr Lieben.
Also schaltet wieder ein bei Blue Reflection Second Light. Bye bye, eure Neko.